Wow, schön auf die Fresse. Ah, jetzt kommt auch noch so einer. Diese Nerven, die Krebse. Hä, wo ist er hin? Hä, warum ist denn da unten ein Blümchen? Wie geht das denn? Ist das ein Tipp? Ist hier was? Warum war da unten ein Blümchen? Fehler vom Spiel oder geht's hier irgendwo runter? Guck mal da unten. Ist da unten irgendwas? Bitte verbinde dich mit dem Internet oder der Stream wird in 16 Sekunden beendet. Ich hab schon wieder... Bin ich live? Ich finde hier auch ständig das WLAN auf dem Handy, ne? Das ist auch nicht normal. Das ist auch nicht normal. Ein Heiltrank. Okay, hier geht's nirgendwo rein. Dann ist das, glaube ich, ein Fehler vom Spiel. Aber guck mal, ein Heiltrank. Auf den wir verzichtet haben jetzt die ganze Zeit. Dann kann ich das ja hier auch nicht mehr vertrauen. 4. Wand, Fahrstuhl. Achso. Aber hier ist doch kein Fahrstuhl gewesen. Der Fahrstuhl ist doch hier. Hä? Hier war der Fahrstuhl. Hier. Das weiß ich. Noch zu 100%. Die Markierungen sind alle falsch. Auf Handy ist schon komisch. Mit dem Handy verliere ich ständig das WLAN-Signal, weil Vodafone einfach für den Arsch ist. Aber hier, definitiv, das hier war der Fahrstuhl. Hier, weil das hier so hoch geht. Hier war kein Fahrstuhl. Also frage ich mich, warum werden meine Markierungen geändert? Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was Doppelsprung ist und so und was nicht. Guck mal, und hier ist irgendwie gar keine Markierung. Da ist auch noch so ein Loch. Guck mal hier. Da ist auch noch ein Loch. Geht das hier irgendwo rein? Ja. Du musst auch hier irgendwo reingehen. Wo wubbelt das? Zeig mir, wo es wubbelt. Oder ist das jetzt auch ein Fehler? Das geht dann nirgendwo hoch. Alles sehr merkwürdig. Komm, egal. Wir gehen jetzt zum Raumschiff. Und geben unseren Ding da ab. Und wegen den Markierungen.
Dann kann ich ja eigentlich überall die gleiche Markierung machen, nach dem Motto, da ist irgendwas. Die Markierungen verschwinden ja nicht, die ändern sich ja nur. Okay, da ist der erste Kritikpunkt dann. Ja, das Spiel ist ja ganz neu, ne? Ganz neu, aber trotzdem... muss das ja nicht sein, ne? Das muss nicht... Aua, ich hab die nicht gesehen. Oh, shit. Alter, diese kleinen Dinger siehst du aber auch nie, ne? Guck mal, hier ist eine Markierung gewesen, angeblich Fliegen. Wo ist denn hier Fliegen? Da war safe eine rote Markierung, von wegen hier geht es weiter. Guck mal, hier liegt einfach noch was. Ein Magmaspeer. Hier liegt einfach ein Magmaspeer rum. Guck mal, alles Dinge, die wir übersehen haben. Ja. Gute Reichweite, nützlich, um mit Gruppen fertig zu werden. Tschum, 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 tschum. Pam, 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 pam. Besser. Weil vor allem hast du gesehen, die laufen dann nicht weiter. Ich kann die einfach ganz gemütlich... Schnauze, 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 Schnauze. Okay, der Scanner. So, guck, und den Scanner macht man einfach so weg. So, dann kann das Symbol weg. Speer ist gut. Guck mal, ich habe schon wieder keine ich habe schon wieder kein WLAN auf dem Handy. Hab schon wieder WLAN-Symbol verloren. Unfassbar, ne? So, und was ist hier oben? Guck mal, hier habe ich auch zwei Markierungen. Angeblich Scanner. Zwei Scanner. Hm, ist klar. Zwei Scanner, ne? Hier, Doppelsprung. Dann kann der schon mal weg, weil das war Doppelsprung. Guck, die bleiben stehen. Die können nicht weiterlaufen. Okay, wenn ich aber keine aus... Wo wollen die denn hin? Wenn ich keine Ausdauer mehr habe, ist natürlich dann auch scheiße, ne? Gegengewalt! Alter, jetzt kriegen wir aber die ganzen Dinger, wa? Gefühlt schon fast durch, das Spiel. Fügt denen Schaden zu, die anderen Schaden zufügen wollen. Hä? Fügt denen Schaden zu... die anderen Schaden zufügen wollen. Ja, die wollen mir doch alle Schaden zufügen. Und dann kriegen die Schaden, oder was? Wenn die mich hauen wollen? Hä? Verstehe ich nicht. Guck mal, da oben. Da haben wir irgendeine Wobbel vergessen. Hier, übersehen. Weißt du, was ich glaube? Hier waren wir schon. Ich kann mich auch erinnern. Und ich habe noch gesagt, guck mal, da unten ist was. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich hier geschossen habe. Und hier hat nichts gewobbelt. Also manche Wobbles kannst du nicht von beiden Seiten machen. Offensichtlich. Weißt du, also diesen Wobbel habe ich jetzt nur von unten kaputt machen können. Was ist hier? Mittlere Ansammlung? Stimmt. Und da bin ich mir 1000% sicher, weil ich war da sogar dreimal und habe dreimal gesagt, hä, hier muss ja irgendwo was sein.
Miri, moin moin. Achso, das ist jetzt die andere Doppelsprungseite, ne? Okay, dann kann der jetzt auch weg. Oh, und guck mal, der Fahrstuhl ist ja jetzt unten, ne? Das heißt, wenn ich jetzt von oben hier runter gehe, können wir jetzt durch die Mauer gehen. Ich habe ja gesagt, wir müssen den Fahrstuhl und dann einmal so ringsrum. Aua. Man muss auch treffen, ne? Ey, ey, guck, Fahrstuhl weg. Jetzt können wir hier runter. Und da rein. Siehst du? Habe ich gesagt. Wenn der Fahrstuhl oben ist oder unten ist. Aber ich denke mal, da wird es wahrscheinlich auch so einen Scanner geben, womit man diese unsichtbaren Wände, also diese Wubbelwände, besser erkennen kann. Es wird immer heller. Und hier war ich ja vorhin auch. Und hab da oben hingeschossen. Aber das war jetzt einfach nur eine Abkürzung oder was? Hä? Ist da irgendwas? Sieht aus, als ob das da wubbelt, ne? Ne, da wubbelt nichts. Da wubbelt nichts. So, jetzt haben wir hier alles gemacht. Sehr gut. Jetzt können wir dahin gehen. Jetzt können wir zum Raumschiff. Jetzt wolltest du schon vor einer Stunde. Ah, spiele ich erst seit 40 Minuten. Und B, lasse ich mich immer gerne ablenken, ne? Deswegen bin ich ja bei Genshin Impact nach 100 Spielstunden immer noch beim ersten Boss, ne? Ich glaube, ich muss da unten rein, denn da und da, ne? Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ah, noch ein Wunder. Miau, miau. War da oben was? Wäre eigentlich auch so ein schöner Platz für eine Wubbelwand, ne? In der Tat, du lässt dich ins Spielen. Aber auch real life schnell ablenken. Hä, real life? So, jetzt hier hoch. Also auf dem Weg dahin werde ich natürlich hier, hier, hier und hier auch nochmal gucken, ne? Das ist ja wohl klar, ne? Die waren hier vorher aber nicht. Das sieht aus, als ob man da hochkommt. Kann man da hoch? Also theoretisch hätte er mich doch dann da reingesaugt, oder? Wenn man da oben rein könnte. Also ich habe hier auch eine Markierung, aber nicht Doppelsprung, sondern Fliegen.
Erstmal hier heilen, speichern. Hallo. Da oben ist wieder so ein Schnatter. Ja. Na. Die hören sich an wie Schleim-Ranger, ne? Oh shit. Das hört sich an, als würde ich Schleim-Ranger spielen, oder? Ich habe auch das Gefühl, da geht's rein, oder? Da, ne, oder? Da so? Ach, scheiß auf den, ganz ehrlich. Ein bisschen Slime Ranger Ton, ja. So, was haben wir denn als nächstes? Ja, da rechts. Ich glaube, da war ein Scanner, bin ich der Meinung. Angeblich ist das Doppelsprung. Ah, nee. Hier war das Unbekannte. Das hier war hier. Unbekannt. Weil ich nicht weiß, was das ist. Einfach so ein rotes Licht. Das ist wahrscheinlich der letzte Endgegner oder so. So, dann hätten wir hier unten noch einen Weg. Ich gehe da mal eben kurz gucken, was wir da unten haben. Ja. Mal eben checken. Angeblich fliegen. Ja. Okay, fliegen. Miau, miau. Warte mal, den da unten haben wir gemacht, ne? Ja. Mäh. Ich dash auch nur, ne? Hast du mich jemals rennen sehen? Und wo renne ich hin? In die falsche Richtung. Guck mal, eigentlich muss ich so machen. Kann ja trotzdem rennen. Dann nimmt er aber Speed auf. Da haben wir richtig Hummeln. Hummeln im Hintern. Oh, wie süß. Ja. Erstmal zum Roboter. Oder wir gehen noch nicht zum Roboter, weil, wenn ich jetzt da eine Komponente abgebe, habe ich die Hoffnung, dass der Gambler neue Items zum Kaufen hat. Der hat nämlich bestimmt dann neue Items zum Kaufen. Immer wenn wir einen Teil abgeben, hat er bestimmt neue Sachen. Deswegen gucken. Deswegen nehme ich die jetzt mit hier. Dass, wenn er irgendwas hat, hier 2500 haben wir, plus 6 Stück davon. Da sind ja auch 250 Stück drin. Mal 6. 1200. 1500. Also haben wir insgesamt 4000, kann man sagen. Ist hier. Guck mal jetzt. Hier oben. Schade. So, ich bringe das erste Teil nach Hause. Hätte ich abspeichern sollen vorher? Nö, ne? Hast du was gefunden, Blau? Ich heiße nicht Blau, ich heiße Hobbelhase. Ich glaube. Ach, sag mal her. Hier, ich habe ein Blümchen dahin gelegt. Huch, das wird funktionieren. Wir werden es
unkonventionell einbauen müssen. Quasi seitlich. Es ist nicht wirklich kompatibel, aber ja. Es wird auf jeden Fall klappen. Mock. Wo hast du das gefunden? In einem alten Jägerschiff? Mock. Darf ich jetzt schlafen? Schlafen? Ja, ich habe schon lange nicht mehr geschlafen. Oh. Lass mich nachdenken. Er muss nachdenken, ob ich schlafen darf. Was ist das denn für ein Arsch? Bill sollte überschüssig... Die ganzen Blumen, die da wachsen, ne? Bill sollte überschüssiges Bettzeug haben. Ja. Wir werden dir einen Platz bei den anderen Zelten einrichten. Beim Trockengestell. Das ist schön mütig. Ruhig. Mütig, hä? Oder wenn du lieber, kannst du einen der alten Bunks auf Gambler nehmen. Power ist noch out, so wir mostly stay outside now, but if you don't mind a dark, musty ship, feel free. Ich schlafe einfach hier, ich brauche kein Bettzeug. Ja, ich schlafe einfach hier. Einfach hier schlafen, kein Problem. So, guten Morgen. Erstmal das Blümchen. Good morning. Guten Morgen. Actually afternoon. Oder eher Nachmittag. Ist so, ne? Ich schlafe immer bis nachmittags. Quatsch mich nicht voll. Ich schlafe einfach hier auf der Stelle. Du schläfst in deinem Raumanzug, hm? Ist sicher gemütlich da drin. Mock. Was für eine Art Anzug ist das denn genau? Bist du eine Kopfgeldjägerin? Hä, ich bin doch kein Mandolaria. Mando, schieß mich tot, Gedings. Obwohl mit dem Speer jetzt und so? Ich glaube Mathilda zumindest. Achso, das glaubt Mathilda zumindest. Nein. Wie siehst du so aus? Mock. Kann ich dein Gesicht sehen? Welche Haarfarbe hast du? Mock. Och, bitte. Du hast sicher tolle Augenbrauen. Hä? Und woher kommt sie jetzt darauf? Dass ich tolle Augenbrauen habe? Vor allem, hä? Tolle Augenbrauen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskomme. Vielleicht ist das unmöglich. Da muss es doch Knöpfe oder eine Verriegelung oder Reißverschlüsse oder sowas geben, oder nicht? Mock. Was ist, wenn ich nichts bin? Vielleicht ist gar nichts drinne hier? Oh, das wäre irre. Mock. Du schläfst wirklich wie eine Statue. So, als ob du völlig weggetreten wärst. Ich wollte dir letzte Nacht eine Decke bringen. Aber dann dachte ich, dass es da drin vermutlich klimatisiert ist in deinem Anzug. Oder ich weiß nicht, vielleicht magst du es ja kühl. Manche Leute mögen das. Mock. Es ist einfacher, als ich angenommen hätte. Was denn? Ich hatte befürchtet, dass ich wegschweben oder verschwinden würde. Aber so ist es nicht. Wenn ich schlafe, muss ich mich nicht mehr so sehr festhalten. Miau. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da... Ich glaube, sie macht Miau, ne? Das ergibt keinen Sinn, oder? Ich versuche nicht zu reden, weil nichts, was ich sage, Sinn ergibt. Miau? Ist schon okay. Ich mag deine Stimme. Oh, danke schön. Danke für die Blumen. Und wie isst du? Fütterst du dich... Was? Fütterst dich dein Anzug? Sind da Magensonden drin? Ich weiß es nicht. Und wie geht's auf die Toilette? Privat. Ich scheiße hier rein. Ich weiß, dass manche Raumanzüge Ausscheidungen zerstäuben. Die kommen dann wie Nebel raus. Muck. Wie dem auch sei, falls du Hunger hast, werde ich nach Werkzeugen suchen. Dann hebeln wir diesen doofen Helm auf, wenn es sein muss. Nein, danke. Bist du dir sicher? Bill hat Pilzeintopf gekocht.
Wir haben jede Menge davon. Diese kleinen Schattenpilze, die hinter den Zelten wachsen. Ich kann dir schnell was aufwärmen. Kein Problem. Ich weiß nicht einmal, ob ich einen Magen habe. Oh, manche Leute haben halt keine. Ich habe von diesem Jungen gelesen, der jeden Morgen seine Füße in einen Eimer steckt, um Flüssigkeiten aufsaugt. Das reicht ihm, um sich zu ernähren. Hä? Was das denn für ein Junge? Die quatscht dich aber auf. Schuh. Ja, vor allem, hä? Redet sie von SpongeBob oder was? Ich kenne den Jungen auch. Muck. Ich esse auch nicht sehr viel. In letzter Zeit. I just don't have an appetite anymore. I really do like your voice. Oh, danke schön. Thank you. Oh, danke, danke. Danke, danke, danke. I really do like your voice. Okay, tschüss. So, und der hat jetzt safe neue Sachen. Schwierigkeiten dort draußen. Schwierigkeiten? Soll ziemlich unfreundlich sein. Muck. Das stimmt. Schon gekämpft? Muck. Ja. Nee. Keine. Doch. Streustoß. Aus nächster Nähe besonders tödlich. Ah, wie so eine Shotgun. Pam. Kaufen wir. Never mit. Ich bleibe meistens in der Nähe des Lagers. Hab noch nicht wirklich Übles gesehen. Hab auch keine Lust drauf. Die Blumen nerven ein bisschen, ne? Die Blumen, die nerven ein bisschen. If you got stuff to barter, I'll be here. Will ich denn jetzt wieder mit jedem reden? Hast du etwas Zeit? Ich weiß nicht, haben wir Zeit? Hast du Zeit? Ich habe gehört, dass dir bestimmte Aspekte deiner Identität unbekannt sind. Stimmt das? Mock. Es könnte helfen, unser Wissen abzugleichen. Erinnerst du dich daran, wie du auf diesen Mond gekommen bist? Wie genau wurde dein Schiff von statischem Feld beeinflusst? Ich nehme an, du bist so wie wir abgestürzt, aber ich weiß jedes Detail zu schätzen. Jedes Detail ist wertvoll. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein Schiff hatte. Ich weiß nicht, ob ich hergekommen bin. Wurdest du hier geboren? Ich glaube nicht. Mock. Es tut mir leid. Es ist verwirrend. Ach, schon gut. Wenn wir von diesem Mond weg wollen, müssen wir durch das Feld fliegen. Das bedeutet, so wie es gerade aussieht, werden wir es nicht schaffen. Gambler wird außer Betrieb gesetzt und wieder abstürzen. Wir sitzen fest. Mock. Ich würde gerne helfen. Meh. You're helping to repair Gambler, aren't you? That's all we can do for now. Thanks for the concern. Kein Problem. Hallo. Oh, hello. Hallo. Hab ich auch gerade gesagt. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Rieche ich schlecht? Oh! Junge, hast du Eier gegessen? Das Shampoo, das Bill mir gegeben hat, das riecht nach Teichwasser. Deshalb, Achso, die redet ja so komisch, ne? Das Shampoo, das Bill mir gegeben hat, das riecht nach Teichwasser. Und deshalb frage ich, es ist mir also erst aufgefallen, dass die Sonne rauskam und meine Haare langsam getrocknet sind, aber es riecht definitiv nach Algen. Alge. bist du sicher, dass du das nicht riechst? Versuchst du nur höflich zu sein? Ich riech nichts. Ich habe keine Nase. Dein Anzug filtert vermutlich übliche Gerüche. Nun ja, ich würde nicht so weit gehen, aber es als Gestank zu bezeichnen, aber es ist einfach nicht das, was ich erwartet hatte. Apple meinte, es sei auf Pflanzenbasis. Er hat es selbst hergestellt. Das war nett von ihm, aber deshalb hatte ich angenommen, dass es nach einer frischen Frühlingsbrise riecht und nicht nach was auch immer das ist. Bestimmt Pipi oder so. Bock. Ich reagiere empfindlich auf Gerüche. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen oder vielmehr neben einem Bauernhof. Und ehrlich gesagt, egal wo ich meine Haare gewaschen habe, das hat nach Schwein gerochen. Und immer wenn ich in die Stadt musste, war ich mir sicher, dass die Leute es bemerken würden. Und dass sie höflich waren und es nicht ansprachen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich nach Schwein stink. Und vielleicht habe ich mich deshalb nie in der Stadt wohl gefühlt. Oder nicht so wohl, wie ich gehofft hatte. Also mein Bruder meinte, das sei Unsinn. Das
dass wir gut riechen würden und niemand etwas bemerken würde. Aber er wurde genau wie ich neben diesem Bauernhof geboren und war deshalb ebenfalls voller Schweinegeruch. Nee, eher nach Hase. Nee, die riecht nach Schwein. Oder vielleicht hatte er recht. Und es war nur meine Befangenheit und meine Überzeugung, dass ich stank oder dass ich einfach generell zu viel Ängste mit mir herumtrug, um meine Freunde zu finden. Bock. Aber jetzt komme ich aber besser mit solchen Dingen zurecht. Ich bin nicht mehr so verunsichert. Also hoffentlich. Ne? Bock. Wie den auch sein. Ich werde das Shampoo weiterverwenden. Es riecht zwar nach Pisse, aber mir egal. Besser als Schwein. Oder besser als gar kein Shampoo. Also Bill, der kümmert sich nach dem Absturz gut um Nahrungsmittel und andere Vorräte. Wir haben fast alles verloren. Quasi den gesamten Frachtraum, kann man sagen. Einschließlich der meisten Hygieneartikel. Deshalb ist er ständig am Stöbern und Basteln und pisst mir quasi in die Haare. Bill ist echt der Beste. Ich weiß nicht, wo er gelernt hat, in der Wildnis zu überleben, aber es ist wirklich beeindruckend. Ich ging davon aus, und deine Blumen, die nerven. Ja, plopp. Plopp wieder weg. Ich ging davon aus, dass er sein ganzes Leben in All verbracht hat. Er wirkt wie so ein Weltraumkerl, weißt? Bock. Hast du schon mit Bill geredet? Der sagt nicht viel, aber so ist er nun mal. Nix gegen dich persönlich. Bock. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Kommst du mit einem Lager zurecht? Bock. Alle sind sehr aufmerksam. Ja, das stimmt. Also meine Crewmitglieder, ne, die sind alle brillant, unheimlich brillant. Und das sage ich nicht einfach nur so, weil ich stinke nach Schwein oder nach Pipi-Shampoo. Weil ich das nämlich zu schätzen weiß. Obwohl ich sie natürlich sehr zu schätzen weiß. So. Also Mathilda ist ein totales Mathe-Genie. Und Bill? Ja, Bill, der ist ein Dichter und ein Koch. Und Raven ist eine ausgezeichnete Körpermechanikerin und gute Haarstylistin. Und wenn sie mal in Fahrt kommt, ist sie auch echt witzig. Also schwer vorzustellen, aber wahr. Also, wen haben wir denn auch? Pascha. Ja, Pascha ist noch ein Kind, aber sie war schon immer schlau. Sie wird bald Geschichte an der Universität studieren. Und dann gibt es ja noch diesen Wowbar. Der ist so manchmal so ein richtiger Blödian. Er hat so ein diplomatisches Geschick. Und er weiß, wie Schiffe funktionieren. Und er ist liebenswürdig, aber ungezwungen liebenswürdig. Und das war die ganze Gruppe, ne? Die überlebt hat. Also alle, die in den Rettungskappeln gestorben sind, waren genauso brillant, aber nicht nennenswert. Bock. Du magst deine Crewmitglieder sehr, wa? Ja, das stimmt. Das sind die besten Leute, die ich kenne. Sind ja auch nur noch die einzigen, die ich kenne. Bist du auch brillant? Nee. Ich stinke nur. Bock. Ich bin nicht so bescheiden. Um ehrlich zu sein, bin ich das Mann, ich kann nicht richtig reden. Ich kann nicht richtig reden. Und ich kann nur stinken. Mäh. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht anstrenge. Ich glaube, das ist ein Schwein. Guck mal, ihr Ding. Ah ne, der Punkt. Oh, ich dachte, das ist ihr Anhänger, der so rumblinkt. Also ich könnte etwas für deinen Anzug herstellen, wenn du möchtest. Ein neues Modul. Buck. Ja, dein Geschütz ist überhitzt manchmal, habe ich recht? Ja. Und wie findest du es, wenn es nicht mehr passiert? Würde das helfen? Dumme Frage. Ja? It might take a while, but I'll come up with something. You don't need any shampoo. Nee, ich brauche kein Shampoo. Nee, brauche ich nicht. I have, well, we've got plenty. Ja, nee, danke. A whole bucket full. Widerlich. No, thanks. Ganzen Eimer voll gepisst. Come see me again, okay? Und wenn du nicht mal nach Pisse oder Schwein riechst? Come see me again, okay? Also macht sie uns jetzt ein Modul, weil wir jetzt mit ihr geredet haben? Oder hätte sie uns so oder so dem Modul gegeben? Vor allem, du weißt doch, ich habe hier ja 1, 2, 3 Mal den Chat, ne? Aber mittlerweile tue ich mich 1, 2, 3, 4 Mal selber sehen. Einfach mehr ich selber als alles andere.
Dreimal Chat und viermal mich selber sehen. Schon nice.